Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wenn ihr in Zukunft kein Video mehr mit mir verpassen wollt, abonniert sehr, sehr gerne diesen Kanal. Ich würde mich total darüber freuen und ihr würdet meinem kleinen Kanal sehr, sehr helfen. Heute möchte ich euch mal wieder zeigen, was ich eingekauft habe. Und zwar war ich bei der Drogerie Müller und habe dort einige sehr, sehr coole Produkte gekauft, die ich mir nachkaufen wollte, weil ich sie sehr, sehr schätze und nur Müller die hat. Also das hat man ja manchmal so mit den Eigenmarken. Außerdem habe ich auch einige tolle neue Produkte entdeckt, die ich noch nicht kannte und die ich auf jeden Fall sehr, sehr bald ausprobieren möchte. Fangen wir an mit einem Produkt, das ich schon kenne und das ich sehr, sehr schätze. Und zwar ist das die Handcreme Kirschblüten und Reismilch von der Firma Mr. und Mrs. Panda. Das ist so eine kleine Firma, die alles vegan, Fairtrade, tierfreundlich, umweltfreundlich und alles Mögliche macht. Kommt, glaube ich, aus Hannover, also gar nicht so weit entfernt von mir. Und haben halt diese super süßen Designs. Hier die Handcreme ist mit diesem total niedlichen Panda drauf. Und der Duft ist ganz fantastisch von dieser Handcreme. Ich liebe die sehr. Ich verwende die aktuell jeden Tag. Die hat aktuell sogar tatsächlich meine vorherige Lieblingshandcreme von Rituals so ein bisschen von Platz 1 verdrängt. Also nicht, dass ich die Rituals Handcreme nicht lieben würde, das tue ich auch, aber die mag ich gerade vom Duft total her. Und ich muss auch sagen, sie ist sehr, sehr ähnlich dem Duft von Rituals of Sakura. Kennt ihr bestimmt diese weiße Duftlinie mit diesem schönen, süßen, fruchtigen Duft. Und die riecht praktisch genauso, nur nicht ganz so intensiv, was ich jetzt bei einer Handcreme auch gar nicht so schlimm finde, wenn man nicht irgendwie dann eine riesige Duftwolke verursacht, wenn man Handcreme verwendet. Ich mag die total gerne und ja, habe ich mir auf jeden Fall jetzt nochmal zweimal nachgekauft. Bei mir geht die weg wie nichts, weil ich creme mir ja mehrere Male am Tag die Hände ein. Und da brauche ich natürlich auch jede Menge Handcreme für. Und dieser Duft ist ganz fantastisch und die Pflegewirkung auch. Deswegen ganz, ganz großes Lob an Mr. und Mrs. Panda für dieses tolle Produkt. Und ich muss mit diesem Lob auch gleich weitermachen, denn ich habe mir noch ein Produkt von Mr. und Mrs. Panda nachgekauft, nämlich das Duschgel Vanille Mandarine. Das riecht so gut. Also das ist aktuell wirklich mein absolutes Lieblingsduschgel. Das riecht fruchtig, süß, aber auch irgendwie mild und angenehm durch die Mischung Mandarine, Vanille. Also es ist so eine tolle, angenehme Duftmischung. Deswegen habe ich mir dieses Duschgel gleich dreimal geholt, weil ich es einfach so abfeiere. Ich liebe diesen Duft total. Und außerdem war es auch gerade im Angebot. Es hat halt statt 2,95 nur 2 Euro gekostet und da konnte ich natürlich nicht widerstehen. Hätte ich noch Platz in meinem Einkaufskorb gehabt, hätte ich wahrscheinlich noch mehr Tuben mitgenommen, aber ich habe mir gedacht, 3 müssen auch mal reichen und die halten ja auch eine ganze Weile. Aber wie gesagt, das ist so ein tolles Duschgel. Ich feiere es hart, ich liebe es total. Das ist so eine angenehme Duftmischung, die ich jetzt auch gar nicht irgendwie sage, oh, die kann man im Sommer oder im Frühling verwenden. Für mich ist das so praktisch momentan mein All-Time-Favorite, was Duschgel angeht. Und ich hoffe halt, dass das ganz, ganz lange im Sortiment bleiben wird, damit ich es immer regelmäßig nachkaufen kann. Auch hier ein riesengroßes Lob an Mr. und Mrs. Panda für dieses fantastische Duschgel. Also ich bin mega Fan davon und ich hoffe natürlich, dass ihr weitere ganz, ganz tolle Produkte auf den Markt bringt. Und deswegen habe ich mir auch noch ein Produkt mitgenommen, das ich bisher noch nicht kenne von Mr. und Mrs. Panda, nämlich die Body Lotion mit Hafermilch und Goji-Beere. Auch hier wieder, guckt, dieses super süße Design. Auf dem Duschgel ist halt dieser niedliche Bär drauf und hier ist so ein Waschbär drauf. Und auch, sieht auch wieder so putzig aus. Hier habe ich jetzt noch nicht getestet, wonach das riecht. Mal gucken. Ich rechne auf jeden Fall mit einem schönen, angenehmen, fruchtigen Duft. Oder, oh, das gefällt mir gut. Oh, das riecht wirklich schön fruchtig, aber nicht zu süß, nicht zu quietschig fruchtig, als wenn man in so eine Haribo-Tüte reinriecht, sondern tatsächlich eher so, als würde man ja in eine Schale mit Obst und Beeren reinriechen. Sehr, sehr, oh, sehr, sehr angenehmer Duft. Gefällt mir mega gut. Also, die werde ich auf jeden Fall ganz, ganz zeitnah bei mir im Einsatz haben.
tolles Produkt. Also nicht, dass ihr irgendwie denkt, Mr. und Mrs. Panda und ich haben irgendwie eine Kooperation, weil ich hier die so abfeiere. Schön wäre es, dann müsste ich mir das nicht immer alles kaufen, sondern würde vielleicht auch das ein oder andere Produkt mal zum Testen bekommen. Aber ich feiere halt, wie gesagt, die tollen Produkte, von denen mir bisher keins wirklich missfallen hat. Also klar, es gibt einige Favoriten, die ich mega feiere und andere, wo ich gedacht habe, ja, war nett, würde ich aber jetzt nicht unbedingt andauernd nachkaufen. Aber die Handcreme, das Duschgel haben es auf jeden Fall in meine absoluten Favoriten geschafft und das hier könnte eventuell auch noch einer werden. Also ganz, ganz tolle Produkte von einer total sympathischen kleinen Firma und ich hoffe natürlich, dass die weitere super Produkte machen werden und gönne ihnen ganz, ganz dolle den Erfolg. Dann sind wir mit den Mr. und Mrs. Panda Produkten auch schon durch und kommen zu anderen Produkten, die ich von Müller auch total feiere, nämlich die Bodyseren von Be Fresh. Die habe ich bisher tatsächlich nur bei Müller gefunden und eine habe ich so ins Herz geschlossen und zwar ist das die Lit from Within Version mit Hyaluronsäure, Niacinamid, Süßholzwurzel und Vitamin C. Dieses Bodyserum riecht so gut. Es riecht fruchtig, aber auch mild und irgendwie super angenehm und es zieht so schnell ein. Das feiere ich so sehr. Also, das habe ich, glaube ich, schon 3 oder 4 Mal nachgekauft. Ganz, ganz tolles Bodyserum. Kommt meiner Meinung nach am ehesten an das Bodyserum von der Vitamin C-Reihe von Isana ran. Also vom Duft und von der Pflegewirkung feiere ich richtig, richtig hart. Die sind nicht ganz günstig, wenn ich mich jetzt nochmal auf den Preis. Ja, die kosten halt 4,95 € pro Tube. Ist halt für eine Bodylotion oder Bodyserum halt wirklich nicht ganz günstig, aber die sind halt ganz, ganz fantastisch. Also die kann ich euch auch wirklich nur empfehlen. Einmal hatte ich auch schon ausprobiert, das Bodyserum mit Hyaluronsäure, Wasserlilie und Milchsäure. Das ist in dieser helllilanen Verpackung. Auch das kostet 4,95 € und ist auch ein ganz, ganz tolles Bodyserum. Riecht ein bisschen milder, nicht ganz so fruchtig, sondern eher so ein bisschen floral. Gefällt mir aber auch total gut. Deswegen habe ich auch das mir nochmal nachgekauft. Und weil mir die beiden Produkte so mega gut gefallen, habe ich mir gedacht, nehme ich mir doch auch mal ein drittes Bodyserum mit. Und zwar das in der blauen Verpackung. Das ist mit Hyaluronsäure, Niacinamid, Oolong-Tee und Vitamin E. Die kenne ich jetzt noch nicht. Ich mache mal einen kleinen Test auf meiner Hand, um euch einen ersten Eindruck geben zu können. Also fühlt sich erstmal auf der Haut wieder mega gut an. Also super frisch und zieht praktisch sofort an. Also gerade wenn man sich schnell eincremen will und dann schnell anziehen, wenn man morgens zur Arbeit muss und so weiter, sind das die absolut idealen Produkte. Oh, das riecht auch gut. Auch irgendwie. Ja, so leicht exotisch, aber auch mild, gefällt mir auch richtig, richtig gut. Ja, ein bisschen diesen, ja, so leicht erinnert es mich tatsächlich an Tee, also wahrscheinlich durch diesen Oolong-Tee, der mit drin ist. Auf jeden Fall auch super toller Duft. Und ich denke mal, wenn mir die anderen beiden Serien so gut gefallen hat, wird auch hier die Pflegewirkung absolut fantastisch sein. Freue ich mich schon sehr darauf, das euch in einem Langzeittest dann mal wieder von berichten zu können. Wahrscheinlich seht ihr die Tuben dann in den nächsten Aufgebraucht-Videos wieder, wenn ich dann berichten kann, wie sie dann halt nach mehreren Wochen im Einsatz mir so gefallen haben. Es gab noch eine vierte Tube, die habe ich aber dann nicht mitgenommen. Das war nämlich kein Bodyserum, das war ein Peeling. Also nicht, dass ich was gegen Peelings habe, im Gegenteil. Aber ich habe halt noch so viel anderes Peeling und habe ich mir gedacht, okay, musst du jetzt nicht unbedingt mitnehmen, konzentrierst dich erstmal auf die Serien, weil das halt Produkte sind, die ich dann doch eher noch mal nachkaufen wollte, weil ich sie halt nicht mehr hatte. Und das Peeling probiere ich eventuell irgendwann mal anders, wenn es mich mehr reizt. Und mein großer Vorrat an Salzölpeeling aus der Vitamin C-Reihe von Isana dann vielleicht irgendwann mal aufgebraucht ist. Das waren die Bodyseren, die ich mir gekauft habe. Aber ich habe mir auch noch andere Produkte zum Eincremen gekauft. Also ich werde, glaube ich, jetzt erstmal eine ganze Weile nichts mehr zum Eincremen kaufen müssen, also so wie mein Vorrat hier jetzt aussieht. Aber ich konnte bei einigen Sachen nicht widerstehen. Zum Beispiel bei da Pflegegeheimnisse, das verwöhnende Ritual mit Hafermilch und Honigduft. Da habe ich im Laden kurz einmal dran geschnuppert und ich bin ja sehr, sehr skeptisch, was die Mischung Milch und Honig angeht. Gut, hier ist es Hafermilch und Honig, aber ich weiß nicht, ich hatte so praktisch so ein Schockerlebnis mit einer Handseife, die irgendwie die Duftmischung Milch und Honig hatte. Und die fand ich so ekelhaft. Also da hat man wirklich mich verjagen können. Also so wie man einen Vampir mit Knoblauch verjagen kann, so hätte man mich mit dem Duft dieser Handseife verjagen können. Hier habe ich allerdings dran geschnuppert
im Laden und das riecht nicht so. Das riecht nämlich tatsächlich eher sehr, sehr stark in Richtung Hafermilch. Und da ich Hafermilch auch sehr, sehr gerne verwende und gern mag, habe ich mir gedacht, okay, das gefällt mir. Also es ist nicht dieser penetrante Honiggeruch, der mir an den anderen Produkten so missfallen hat. Das riecht wirklich sehr, sehr gut. Und da ich von Dove das strahlende Ritual sehr zu schätzen gelernt habe, habe ich mir gedacht, nehme ich mir auch mal das verwöhnende Ritual mit. Also das strahlende Ritual, das hatte mir die, nicht nur mir, sondern euch allen, die liebe Cindy Jane empfohlen. Die hat davon so geschwärmt, von dieser Creme. Und da habe ich mir gedacht, okay, kaufst es dir mal. Und da hatte sie wirklich total recht mit. Das ist eine ganz, ganz tolle Bodylotion. Und jetzt werde ich mich so langsam mal durch die anderen Rituale von Dove durchtesten. Das hat mir auf jeden Fall jetzt auf den ersten Eindruck vom Duft schon mal sehr, sehr gut gefallen. Und dann werde ich auch mal schauen, wie das so im Langzeittest bestehen wird. Werde ich euch dann mal wieder zeigen, wenn es leer ist und euch berichten, wie mir dieses Ritual gefallen hat. Dann habe ich noch von Nivea zwei Produkte gefunden und noch eins von Dove. Ich gehe auch gleich mal auf das von Dove ein, damit wir irgendwie so ein bisschen Struktur hier im Video haben. Einmal ist das nämlich der Body-Joghurt von Dove mit Granatapfel- und Shea-Butter-Duft für schöne weiche Haut. Na, das werde ich doch mal hoffen. Ich habe die schon mal ein bisschen aufgemacht, damit ich hier nicht während des Films die ganze Zeit irgendwie ja dran rumrascheln muss. Ha, bin ich sehr gut vorbereitet und werde mir mal ein bisschen davon auf den Handrücken geben. Oh, das riecht angenehm. Tatsächlich irgendwie ein bisschen nach Joghurt. Ich meine, gut, nennt sich ja auch Body Joghurt, aber ich habe jetzt nicht wirklich das Produkt Joghurt erwartet, aber erinnert mich tatsächlich so ein bisschen wie wenn man in so einen Fruchtjoghurt reinriecht. Ja, gefällt mir erstmal sehr gut. Werde ich natürlich dann auch erstmal auf dem ganzen Körper anwenden müssen, um euch dann genauer berichten zu können, ob das eine gute Pflegewirkung. Jetzt kriege ich das nicht mehr zu. Ne? So viel zur guten Vorbereitung. Ne? Also habe ich mich eben gerade noch so gefreut, dass ich es schon aufgemacht habe. Jetzt kriege ich es nicht mehr zu. Super, Ramis. Richtig toll gemacht. Dann kommen wir zu den beiden Nivea-Produkten. Und auch hier hatte ich ein neues Produkt entdeckt, nämlich das Body Soufflé mit der Duftrichtung Kirschblüte und Jojobaöl. Und ich mag ja Kirschblüte total gerne. Ich hatte euch ja eben gerade schon auf die Handcreme von Mr. und Mrs. Panda aufmerksam gemacht. Und ich erhoffe mir jetzt einen ähnlichen Duft wie diese Handcreme, was so ein bisschen in Richtung hier so Witchels of Sakura geht. Ich bin sehr gespannt. Okay, rieche ich jetzt erstmal nicht so. Ich werde auch hier mal ein bisschen Produkt auf meiner Hand verteilen. Also fühlt sich erstmal so vom Eincremen sehr, sehr gut an. Da kann ich erstmal überhaupt nicht meckern. Okay, es ist wirklich ein super dezenter Duft. Also es riecht eindeutig nicht so intensiv Kirschblüte, wie ich das erwartet hätte jetzt bei von der Handcreme zum Beispiel. Aber dieser ja ganz, ganz dezente Duft ist sehr angenehm und kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, so wenn ich ein sehr, sehr prägnantes Parfüm trage, wo ich nicht möchte, dass andere Pflegeprodukte, die ich verwende, das irgendwie so vermischen oder übertünchen. Da kann ich mir vorstellen, dass ich so eine ganz, ganz dezent riechende Creme oder Body Soufflé verwenden würde. Also ich weiß jetzt noch nicht so ganz so richtig, was der Unterschied dann zwischen einer Bodylotion und einem Body Soufflé sein wird. Ich werde es testen und euch dann berichten, ob ich eventuell einen Unterschied feststellen könnte und wenn ja, wie dieser Unterschied ist. Also erstmal merke ich hier so an der Seite, wo ich meine Hand eingecremt habe, das fühlt sich sehr, sehr ölig an. Muss ich mal gucken, wie sich denn das so insgesamt auf dem Körper anfühlt. Dann habe ich noch eine Bodylotion von Nivea mitgenommen. Und zwar ist das die neue Bodylotion mit Orangenblüte und Avocadoöl. Und ihr kennt natürlich meine Vorliebe für Orange. Ich liebe das hier überall, wenn Orangenduft oder Orangenblütenduft drin ist. Das feiere ich total. Und da konnte ich natürlich nicht widerstehen, habe mir gedacht, die muss ich mitnehmen und die muss ich ausprobieren. Da tupfe ich mir gleich mal ein bisschen was hier unten auf den Unterarm, weil meine Hände inzwischen ziemlich gut eingecremt sind. Und dann würden sich wahrscheinlich auch die Gerüche zu sehr vermischen und ich könnte euch gar nicht mehr einen wirklichen Eindruck schildern. Oh, das riecht schön. Das riecht wirklich sehr, sehr schön nach Orange. So, ja, tatsächlich, als das erinnert mich sehr daran an den Geruch von Orangenmarmelade. Und den mag ich sehr. Also gefällt mir wirklich, wirklich gut. Oh ja, das gefällt mir sehr. Und so ein bisschen, also es ist jetzt nicht ganz so intensiv,
wie Orangenmarmelade, aber man merkt so ein bisschen noch so leicht diese Milde von der Avocado mit durch. Also gefällt mir mega gut. Also Avocado und Orange sind ja sowieso zwei Sachen, die ich total abfeiere. Und jetzt kombiniert in einem Produkt. Und wenn denn diese Bodylotion auch noch meine Haut gut pflegt, umso besser. Freue ich mich sehr drauf, diese Produkte ganz, ganz bald bei mir in Anwendung zu haben. Und dann kommen wir gleich zu der nächsten Kategorie, nämlich Masken und Augenpads. Aber es gibt gerade einen kleinen Break, nämlich mit einem Snack, den ich mir noch mitgenommen habe. Und zwar ist das von der Firma Mimi's Garden. Sind das die Fruity Snackballs in der Geschmacksrichtung Himbeere und Chia. Die hatte ich mir auch schon mal mitgenommen und die haben mir sehr, sehr gut geschmeckt. Es gab noch welche mit Kokos und Mango, aber die waren mir irgendwie zu teuer. Die haben fast 3 € gekostet. Die mit Chia und Himbeer haben, glaube ich, 1,60 gekostet. Auch das finde ich jetzt für 5 Bällchen nicht ganz so günstig, aber ich weiß halt, dass sie sehr, sehr gut geschmeckt haben und deswegen habe ich sie mir nochmal mitgenommen. Oh, ich habe ja auch voll vergessen, euch zu sagen, was die anderen Produkte gekostet haben, die ich euch davor genannt habe. Die Dove Bodylotion war mit 2,95 mit dabei, die Nivea Bodylotion mit 3,95, dann die Bodycreme von Nivea mit 4,55 € und das Dove Body Soufflé mit 4,45 €. Also waren alle nicht ganz so günstig, bis auf die Bodylotion von Dove. Aber ich war halt mega gespannt darauf, diese Produkte mal auszutesten. Deswegen habe ich halt ein Auge zugedrückt und habe gesagt, naja, okay, dann nimmst du sie auch für diesen Preis mit. Also falls ihr die mal probieren wollt, nicht erschrecken, sind halt ein bisschen höherpreisig, so was so Körperpflege angeht. Dann kommen wir zu Masken, die ich mir gekauft habe. Und fangen wir an mit den Augenpads, die ich mir mitgenommen habe. Die sind von der Eigenmarke Cadea Vera von Müller. Und die haben jeweils 95 Cent gekostet. Und ich habe mir einmal mitgenommen die Fresh Cucumber Augenpads, also mit Gurkenextrakt und Hyaluronsäure. Ja, habe ich auch schon mehrere Augenpads in die Richtung probiert mit Gurkenextrakt. Das finde ich immer super angenehm und erfrischend unter den Augen. Deswegen gehe ich davon aus, dass auch die wirklich gut sein werden. Und dann habe ich mir nochmal mitgenommen die Richtung Lovely Roses mit Rosenöl und Rosenblütenextrakt hier in der rosanen Verpackung. Die kenne ich jetzt noch nicht, beziehungsweise ich habe auch noch keine Augenpads verwendet, die irgendwie mit Rosenduft, Rosenwasser und ähnlichem waren. Bin ich auch sehr gespannt drauf, wie die mir gefallen werden. Ich hoffe auf jeden Fall nicht, dass die so brennen werden wie die von IUTI. Da hatte ich ja nicht so gute Erfahrungen gemacht. Aber die Augenpads von Isana und Balea, die haben mir ja sehr, sehr gut gefallen. Oder auch die von Action. Deswegen hoffe ich halt auch, dass die von Müller mir ziemlich gut gefallen. Dann habe ich mir etwas mitgenommen, was ich noch gar nicht kenne. Und jeweils für 1,95 € das Stück, nämlich Hydrogelmasken. Also ich kenne natürlich Crememasken und ich kenne Tuchmasken, aber Hydrogelmasken kenne ich noch gar nicht. Ich vermute mal, die werden wahrscheinlich von der Konsistenz so ein bisschen ähnlich sein wie so Augenpads. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich habe mir drei mitgenommen und zwar einmal die Avocado Bomb Hydrogelmaske mit Avocado-Extrakt, Aloe Vera und Hyaluronsäure. Also hier nach der Abbildung auf der Verpackung wird das wahrscheinlich so ähnlich sein wie eine Tuchmaske, ist hier aber zweigeteilt. Vielleicht ist das wie so eine zweigeteilte Tuchmaske. Ich bin mir nicht sicher. Ich werde es auf jeden Fall ganz, ganz zeitnah ausprobieren und euch dann auch berichten, wie das funktioniert hat, ob es eher wie eine Tuchmaske war oder wie die Augenpads, wie sich das angefühlt hat, wie es funktioniert hat, wie sich meine Haut danach angefühlt hat, ob es eine tolle Pflege gab oder ob das vielleicht jetzt eher ein Produkt ist, was ich nicht unbedingt brauche, weil 1,95 € finde ich jetzt auch für so ein Einmalpflegeprodukt auch gar nicht mal so günstig. Ich war halt einfach mega gespannt auf dieses Produkt, weil ich das, wie gesagt, noch nie ausprobiert habe und einfach mal schauen wollte, ob das vielleicht ja so ein Geheimtipp für meine Haut ist, den ich halt aufnehmen und wiederverwenden sollte. Dann habe ich mir noch mitgenommen die Good Morning Wake Up Hydrogelmaske mit Koffein, Zitronenextrakt und Aloe Vera. Das klingt natürlich nach so einer klassischen Maske, wenn man morgens aufwacht und denkt, oh Gott, wie sieht meine Haut aus? Irgendwie, ich habe viel zu wenig geschlafen, ich habe Augenringe bis unter die Kniekehlen und so weiter. Ich glaube, da wäre das wirklich die absolut passende Maske. Und ich sag mal, Zitronenextrakt gefällt mir auch immer gut. Koffein sowieso, ich sag mal, ohne meinen Kaffee morgens kann man mit mir so gar nichts anfangen. Aloe Vera geht sowieso immer.
Dann habe ich mir noch mitgenommen Watermelon Splash und das ist mit Wassermelonenextrakt, Aloe Vera und Hyaluronsäure. Also klingt auch nach einer sehr, sehr vielversprechenden Mischung. Auch hier, wie gesagt, ich habe noch gar keine Erfahrung mit solchen Hydrogelmasken. Kennt ihr die? Habt ihr die schon mal ausprobiert? Und wenn ja, hat euch das gefallen oder war es vielleicht eher nicht so? Schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare, wie eure Erfahrungen mit Hydrogelmasken, falls ihr sie schon kennen solltet. Ich muss allerdings sagen, die Verpackungen gefallen mir alle drei wirklich sehr, sehr gut. Ich sage mal hier, Wassermelone ist sowieso immer sehr ansehnlich. Oh, ich freue mich schon wieder darauf, Wassermelone zu essen. Ich liebe Wassermelone. Avocado sowieso eins meiner absoluten Lieblingsnahrungsmittel. Und hier dieses so total niedliche Design mit der Kaffeetasse und den Donuts und so weiter. Haben es also wirklich sehr, sehr gut hinbekommen von Müller. Also hat mich auf jeden Fall optisch schon mal gecatcht und dann war ich halt total interessiert, was dieses Produkt denn eigentlich so besonders macht. Dann habe ich mir mehrere Tuchmasken mitgenommen. Die haben jeweils 1,49 € gekostet, sind also für Tuchmasken nicht ganz so günstig, wenn ich mir überlege, ich kriege bei Action auch welche für 69 Cent, die mega gut sind oder welche, von denen ich weiß, dass sie absolut gigantisch toll sind für 99 Cent. Deswegen erwarte ich für 1,49 € pro Tuchmaske wirklich eine ganze Menge. Allerdings weiß ich, dass eine Tuchmaske von Cadea Vera auf jeden Fall eine ganze, ganze Menge kann. Und ich war mega happy, dass ich die mir nachkaufen konnte, nämlich die Cute Koala Tuchmaske. Die hatte ich euch, glaube ich, schon mal in einem Horn und oder vielleicht auch schon in einem Aufgebraucht-Video gezeigt. Auf jeden Fall hatte ich die mir mal geholt. Und weswegen habe ich die mir geholt? Natürlich, weil dieser total niedliche Koala hier auf der Verpackung ist. Und mit Koalas kriegt man mich immer. Ich liebe Koalas. Und glücklicherweise war auch die Tuchmaske einfach fantastisch. Also nicht nur die Verpackung war niedlich, sondern auch die Tuchmaske war richtig, richtig gut. Die war so erfrischend. Also die ist mit Hyaluronsäure und Eukalyptusextrakt. Ich vermute mal, das liegt am Eukalyptusextrakt. Also ich habe auch noch Stunden später hat sich meine Haut so super, ja, mit Feuchtigkeit versorgt angefühlt und als hätte ich praktisch gerade erst vor wenigen Minuten die Maske verwendet. Das hat sich noch Stunden danach so angefühlt. Ich war richtig überrascht und begeistert, wie erfrischend und ja, feuchtigkeitsversorgend diese Tuchmaske war. Deswegen habe ich leicht übertrieben. Huch, ist eine runtergefallen. Ich habe mir, unten liegt schon eine. 7 Stück mitgenommen. Also ich glaube, es waren noch alle, die noch da waren, weil ich halt einfach bei der ersten Anwendung dieser Tuchmaske so mega begeistert war, dass ich gedacht habe, okay, die brauchst du auf jeden Fall regelmäßig in deiner, ja, in deiner Abendroutine, was Tuchmasken angeht. Und deswegen, ja, habe ich sie halt mehrfach nachgekauft. Ich feiere die total und ich hoffe halt wirklich, dass ich die noch öfters bei Müller finde. Ist nämlich leider eine Limited Edition. Und aber ich feiere die mega, nicht nur von der Verpackung, sondern eben auch vom Inhalt. Ich hoffe natürlich, dass ich von den weiteren 4 Tuchmasken, die ich noch gekauft habe, ähnlich begeistert sein werde. Das sind auch alles Tuchmasken, die limitiert sind, wenn ich es richtig sehe. Aber auch hier hat Müller wieder eine total süße, ja, Designlinie irgendwie gehabt. Also mega niedlich. Also den Koala feiere ich ja sowieso. Aber auch, ich sag mal, was kann man denn bitte anderes sagen als, oh, so diesen mega niedlichen Häschen. Das ist die Cute Bunny Tuchmaske mit Gänseblümchen und Tulpenextrakt und Hyaluronsäure. Klingt auch total vielversprechend. Ich glaube, ich habe noch nie eine Tuchmaske mit Gänseblümchen und Tulpenextrakt gehabt. Interessiert mich auf jeden Fall total. Ja, werde ich dann auch bald mal ausprobieren, wenn ich mich irgendwann mal von meinem Koala losgerissen habe. Und dann gibt es auch, das war auch süß, die Holy Guacamole Tuchmaske mit Avocado-Extrakt und Hyaluronsäure. Auch hier wieder mit niedlich gestalteten Avocados mit drauf. Also total, also was Verpackungsdesign angeht, haben die es echt drauf. Also damit kriegen die mich auf jeden Fall. Aber ich bin ja echt so ein Verpackungsopfer. Wenn irgendwas so mega niedlich gestaltet ist, kann ich nicht dran vorbeigehen. Da auch richtig niedlich, aber nicht so übertrieben niedlich wie der Koala, ist die Verpackung von der Lemon Squeeze Tuchmaske mit Zitronenextrakt und Hyaluronsäure. Auch hier freue ich mich echt drauf. Ich mag ja total gerne Produkte mit zitrischen Düften und Inhaltsstoffen. Deswegen gehe ich davon aus, dass auch diese Tuchmaske mir richtig, richtig gut gefallen wird. Die letzte Tuchmaske, die ich mir mitgenommen habe, ist die Wild at Heart Tuchmaske mit tropischen Fruchtextrakten und Hyaluronsäure. Auch hier gehe ich wieder von so einem angenehmen
fruchtigen Pflegerlebnis aus. Hier ist die Verpackung halt nicht mit einem niedlichen Tierchen, sondern mit Herzen drauf. Aber auch das sieht wirklich sehr, sehr ansprechend aus. Und ich freue mich schon total darauf, diese Tuchmasken alle ausprobieren zu dürfen und mal schauen, ob Müller halt neben der Koala-Tuchmaske halt wieder ähnlich gute Produkte auf den Markt gebracht hat. Das waren jetzt auf jeden Fall die Produkte, die ich bei Müller gekauft habe. Ich bin nicht allzu oft bei Müller, aber immer wenn ich dann sehe, was ich da alles kaufe, denke ich mir, ich sollte wirklich definitiv öfter dahin gehen. Die haben so tolle Sachen von Mr. und Mrs. Panda, von BeFresh und offensichtlich auch einige richtig, richtig gute Sachen von ihrer Eigenmarke. Deswegen würde es sich wahrscheinlich schon lohnen, wenn ich da das ein oder andere Mal vorbeischaue. Aber irgendwie Rossmann und DM ziehen mich irgendwie immer wieder in ihren Bann. Deswegen, ja, habe ich Müller bisher immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Aber das ist eigentlich gemein und ja, nicht gerechtfertigt, weil die haben richtig tolle Produkte. Hat euch denn jetzt aus dem Haul, was ich euch gezeigt habe, irgendwas besonders gefallen oder interessiert? Schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, wie ihr die Sachen findet, ob ihr sie vielleicht schon kennt und ausprobiert habt oder ob ich euch vielleicht ein bisschen neugierig gemacht habe auf das ein oder andere Produkt. Ich habe mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, dass ihr wieder mit dabei seid und wir sehen uns in dem nächsten Video auch schon ganz, ganz bald wieder. Bis dahin, eure Ramis.